Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen in einer Sonderedition mit Georg FK als Dexafetamin, mit Ivan Thiemer als Gummo der Barbar, mit mir als dem Game Master. Falk Pütschek leider immer noch krank, aber bald wieder dabei, keine Sorge. Was ist passiert in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen? Achso, alle Links und so weiter wisst ihr, alles in der Beschreibung und so, ne? Alle Links, habe ich gerade schon gesagt, in der Beschreibung, ich wiederhole mich, egal, macht nichts. Was passiert in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen? In der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen wurde Faruk von einem giftigen Pfeil getroffen, der ihn mit einem sehr besonderen Gift belegt, vergiftet, wie auch immer hat. Und er, langsam aber sicher verlassen ihn seine Lebensgeister. Bewacht von Mirosch und ein paar der Marines, ist er jetzt immer noch in Miroschs Laden und wird dort am Leben erhalten mit allen möglichen Mitteln, die Mirosch noch hat. Währenddessen sind unsere anderen Helden, Gummo und Dexer, unterwegs auf dem Nachtmarkt. Der Nachtmarkt ist ein magisch versteckter Markt von Kalishit, ne? Wo sich die Unterwelt trifft und Unterweltdinge tut und Unterweltsachen verkauft. Und ihr habt es geschafft, euch da rein zu manövrieren, sag ich mal. Mehr schlecht als recht, aber es hat geklappt. Und jetzt seid ihr auf dem Nachtmarkt und habt die Gnomi getroffen, euren alten Bekannten, der euch einen wichtigen Tipp geben konnte, nämlich, dass der Weg weiter zu den Assassinen durch einen Brunnen führt, der in der Mitte des Marktes versteckt sein soll. Der Markt ist ja so ein bisschen spiralförmig aufgebaut, wie ihr schon richtig festgestellt habt. Und jetzt habt ihr euch auf den Weg gemacht, in das Innere des Marktes herein. Und um euch herum, ihr müsst euch das vorstellen, es ist eine Höhle, ne? Eine riesige Höhle. Und dort wird alles erhellt durch so, teilweise durch Fackeln, teilweise durch Lampen, aber halt auch viel durch solche magischen kleinen Orbs, die dort überall hängen. Und die ein oft sehr grünliches Licht auf das Ganze werfen. Grün-gelbliches Licht. Es sieht sehr gespenstisch aus teilweise. Ihr seht, wie gesagt, überall seltsame Gestalten, die sehr mysteriöse Dinge verkaufen. Teilweise Fleisch, das ihr nicht richtig zuordnen könnt. Irgendwelche magischen Gegenstände, Waffen. Alles Mögliche wird dort verkauft. Vieles davon sieht auch ein bisschen illegal aus. Sicherlich gibt es da auch einige Leute, die einfach im großen Stil Drogen verkaufen. Ihr seht auf jeden Fall so einen Typen, der ist auf den ersten Blick sieht aus wie ein Gewürzhändler und dann seht ihr, dass er einfach riesige Säcke voller Scharlachpulver verkauft und so. Faruk würde es hier lieben. Ja, der würde es. Da müssen wir auf dem Rückweg vielleicht schauen, ob wir Faruk ein bisschen was mitbringen. Mal gucken. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon. Genau. Dass das aber ihr lauft weiter rein, Morgin immer noch hinten an euch dran. Und was wollt ihr tun? Ich würde versuchen, mit beiden nochmal irgendwie, ich meine, gut, wir sind hier überall beobachtet, aber es ist auch voll. Also ich würde einfach sagen, dass wir uns nochmal zu dritt irgendwie kurz besprechen. Ja. So einfach nur, okay, ich habe. Bleibt ihr einfach stehen? Ich glaube schon, weil es gibt da ja keinen Ort, wo man sich jetzt verstecken könnte. Um oder euch sowas. Herum teilt sich so ein bisschen die Menschenmenge, die dort hin und her läuft und ja, die laufen jetzt an euch irgendwie rum. Stehen wir im Weg? Ja. Also okay, also ich würde schon schauen, dass wir irgendwo stehen bleiben, wo wir nicht im Weg stehen. Also ich bleibt ihr einfach stehen. Nee, also ich meine nur, wir verstecken uns hinter nicht, euch, oder? Hinter euch steht so ein großer Hobgoblin, der immer wieder macht. Also, Entschuldigung. Ja, wir gehen zur Seite. Wo ist eigentlich Gnomi hin, Dexer? Das ist, keine Ahnung. Hast du Gnomi verärgert? Hast du meinen Gnomi? Nein, ich habe ihm sogar Geld gegeben. Ich lasse ihn einmal allein. Komm wieder und du hast meinen längsten Freund hier. Ich glaube nicht, dass er dein Freund ist. Wie kommst du denn darauf? Er hat mir ein Geschenk gemacht. Machen Freunde eigentlich Geschenke? Er hat mir ein Buch gegeben. Ich zeige ihm das Buch. Okay. Wie kommst du denn darauf? Ich habe deinen Freund Gnomi verärgert. Es tut mir total leid. Ich entschuldige mich, wenn wir Faruk gerettet haben. Warum machst du denn sowas? Kannst du mal zusammen jetzt hier? Okay, ich reiß mich zusammen. Pass auf. Ich verärgere ja auch nicht deine Freunde. Ey. Ich komme auch nicht nach Glanwurt und sage... Weiß ich nicht. Okay, das werden wir sehen. Morgin, Gummo, was, wie gesagt, vielleicht, Entschuldigung, ich hab unseren letzten Plan vergessen, es tut mir leid. Aber was machen wir jetzt? Also ich weiß, wir müssen da in diesen Brunnen, entweder ist da noch ein Portal oder man kann da irgendwie runterklettern, keine Ahnung. Mhm. Und da finden wir, so hat Gnomis. Also wenn es da um Tunnel geht, da kenne ich mich aus. Gut. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir da sind? Weil ich gehe mal davon aus, wenn die uns schon nachgestellt haben, dann werden die Gummo und mich auf jeden Fall erkennen. Also ich glaube, mit irgendeinem... Ja, ich meine, ihr seid nicht gerade unauffällig. Genau. Also mit irgendeiner Lüge
irgendwie undercover ist da. Ich meine, Gummo, du kannst dich unsichtbar machen. Ja. Wenn ich gewusst hätte, ich muss mir echt mal angewöhnen. Ich muss bei Gelegenheit mal den Spruch lernen, mit dem ich mein Aussehen verändern kann. Hm. Ich habe den in meinem Buch, aber ich habe ihn heute Morgen nicht. Wäre auch vielleicht generell ganz nützlich. Sag mal, Morgi. Er hat ein totales Pokerface, du weißt nicht. Ich bin trotzdem total wütend und halt mich zurück. Ich frag mich nur, ob es gerade irgendwas. Gummo, du hast einen Unsichtbarkeitstrank gekauft. Ja. Ich frag mich, ob es irgendwie was bringt, wenn du dich unsichtbar machst, bevor wir da runtergehen und ich erstmal so tue, als ob ich alleine. Ich war noch nie unsichtbar, auf was muss ich aufpassen? Ihr dürft nicht zu laut pupsen. Stimmt das? Klassischer Fehler. Stimmt das? Ja, ihr macht immer noch Geräusche. Du musst halt trotzdem, genau, aber du hast ja diese Stiefel, das ist ja schon mal gut. Boots of Elvenkind. Ja. Muss ich darauf würfeln, wie viel ich über Unsichtbarkeitszauber weiß oder kann ja, ich einfach was, das wissen, ich, was geht? Und dann bin ich, und dann bin ich unsichtbar, ja. Und was mache ich dann? Genau, also was du wissen musst, sobald du stichst oder schlägst oder irgendwas, wirst du wieder sichtbar. Das heißt, aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, einen Überraschungsangriff zu machen. Wenn es darauf ankommt. Aber wen wollen wir einen verschleppen? Wollen wir jemanden verhören? Möchten wir jemanden umbringen? Aber wir guck mal, das Gute ist ja, solange ich ungefähr weiß, dass du in meiner Nähe bist, kann ich dir auch Botschaften schicken. Mhm. Vielleicht würde ich sagen, wir haben zumindest mal den Vorteil, dass sie, wenn Morgan und ich zu zweit sind, sie nicht wissen, dass du dabei bist, dass sie sozusagen die Gefahr unterschätzen. Das heißt, vielleicht. Aber ich weiß nicht, also ich bin schon ein ziemlich bekannter Krieger. Du kannst mir Nachrichten schicken, aber ich kann dir nicht welche zurückschicken. Wenn ich dir eine schicke, kannst du mir eine zurückschicken. Aber du kannst nicht von dir aus mir eine Nachricht schicken. Ja. Ihr könnt auch flüstern. So quasi wie so ein. Ja, du kannst aber mir was zuflüstern, wenn es irgendwie safe ist. Aber das ist. Hört das man ja. Mehr. Ich würde dir gerne mit den Gedanken meine schicken. Ja, ich meine, du weißt doch, wenn ich dir Nachrichten schicke, man muss es tatsächlich, aber man kann es halt so ganz leise. Also ich verkaufe. Was ist, wenn ihr ihn einfach antippt? Wenn er mich antippt. Ja. Okay. So, einmal für ja, zweimal für nein zum Beispiel. Okay. Der Punkt ist, ich sag's ganz ehrlich, wir wissen, es ist nicht der beste Plan, aber ich meine, es ist halt auch schwer, einen Plan zu machen, wenn man überhaupt nicht weiß, was uns da jetzt erwartet. Das stimmt. Also ich meine, ganz ehrlich, Gummo, ich habe das Gefühl, ich würde sagen, erstmal, wir lassen Dings hier, Morgin. Mit einem Seil runter einfach. Wir gucken uns den Brunnen gleich erstmal an. Warum muss ich? Nee, wir gucken uns überhaupt, wir wissen ja gar nicht, was uns bei dem Brunnen erwartet. Ja, deswegen morgen hier runterlassen. Guck mal, ich mag's immer, also mir hilft es. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du und Faruk, ihr funktioniert eher so, indem ihr euch, egal. Also mir hilft es, Sachen irgendwie realistisch und nüchtern zu betrachten. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt, also ich habe das Gefühl, entweder retten wir jetzt Faruk. Ja. Oder wir haben auch keine Chance mehr, uns darüber zu ärgern, dass wir ihn nicht gerettet haben. Also entweder retten wir Faruk oder wir alle sterben heute. Ich bin ganz bei dir. Ich will schon Faruk retten. Ich will auch Faruk retten, aber ich meine nur, wenn wir ihn nicht retten, dann kommen wir auch nicht mehr raus. Also insofern. Wir gehen all in, ja? Ja, bisher waren die Götter ja irgendwie immer auf unserer Seite. Also ich meine, ich weiß nicht, ich bin für Vorschläge offen, hast du noch eine bessere Idee. Aber wie lange bleibt er eigentlich unsichtbar, wenn er das trinkt? Das ist eine 6 Stunden, wurde mir gesagt. Nee, 6 Stunden, nein, also soweit ich weiß. Schade. Ich meine, wie viel hast du bezahlt für den Trank? 200. 200, ja, dann war es ein einfacher Unsichtbarkeitstrank. Das ist ja gut, der hält ein bisschen länger, eine Stunde oder sowas. Stunde? Glaube ich. Glaubt Dexter, soll ich würfeln? Naja, das. Falsch. Also oder nee, weiß nicht. Naja, du gehst davon aus, wenn das ein einfacher Unsichtbarkeitstrank ist, dann hast du recht. Falls es was anderes ist. Genau. Also ich meine, wenn. Ich glaube nicht, dass Mirosch dir einen Trank zu billig verkauft hätte. Deswegen, wenn es ein stärkerer Trank wäre, dann reicht er nur eine Minute, aber du kannst kämpfen, solange du unsichtbar bist. Aber ach, den Trank habt ihr von Mirosch gehabt, ne? Ja. Den hast du jetzt nicht bei dem Typen gekauft, nee, stimmt. Ja, genau. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ein echter Trank ist und dass der auch dass der auf jeden Fall nicht zu billig war. Ja. Und dann würde ich sagen, es ist ein einfacher Unsichtbarkeitstrank. Ja. Mhm. Der hält eine Stunde. Okay, ich würde sagen, bevor ich runtergehe, werde ich auf jeden Fall diesen Trank trinken. Wir alle springen da runter und wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich würde sagen, gut, also ihr lauft jetzt immer noch weiter in den Markt rein, ne? Der ist ja so spiral, das ist schon eine ganze Weile, wie ihr da durchlaufen müsst. Ich sag jetzt mal, ihr seid so in Stunde ungefähr, also jetzt ist es schon, es geht auf die 2. Stunde seit der Vergiftung zu. Ich gucke auf den Stein. Das ist ein bisschen mehr rot als vorher, aber es ist nur so, sind nur so Millimeter. Okay. Es kommt aber langsam, merkst du, dass da ein bisschen mehr rot ist. Ja.
Wie so ein langsamer Download. Ja. Oder halt eine Batterie. Ja. Genau, und ihr kommt aber eigentlich relativ problemfrei in der Mitte des Marktes an. Und in der Mitte des Marktes sind so ganz, ganz viele Stände ganz dicht beieinander geklüngelt. Auf so einem fast ein bisschen offenen Platz. Okay. Und sehen wir diesen Brunnen? Aktuell nicht. Okay, ganz kurz noch, bevor wir reingehen. Also ich würde sagen, wir wissen nicht, was uns erwartet, aber ich würde irgendwie versuchen. Wahrscheinlich werde ich sofort gefangen genommen. Vielleicht werde ich sofort getötet. Hey, dann müsst ihr das machen. Aber egal wie, würde ich, so gut es geht, würde ich versuchen rauszufinden, wer Faruk vergiftet hat. Und wenn wir diese Person finden, dann ist das Ziel, sie festzuhalten, damit ich sofort ihre Gedanken lesen kann. Und dann müssen wir irgendwie wahrscheinlich am Ende mit Gewalt, ich meine meistens endet es mit Gewalt, oder Gumo, uns das Gegengift besorgen. Aber mal gucken, vielleicht kann man mit denen ja auch reden, ich weiß es nicht. Wenn ich mich entscheiden muss, zwischen dir oder Faruk, wie handle ich dann? Gumo, wenn du mich das fragst, dann sage ich, nehme ich, aber ich glaube, die Entscheidung, die triffst du. Ich weiß noch, ich habe mich mit Faruk irgendwann mal unterhalten und habe ihm gesagt, dass ich habe damit abgeschlossen, dass ich auf dieser Mission sterben könnte. Echt? Ja, aber wenn ich die Wahl habe, ob ich sterbe oder irgendjemand anderes, dann wäre es mir immer noch lieber, dass jemand anderes stirbt. Also, ja, mir wäre es auch lieber, wenn jemand anderes stirbt, ja, also ich nicht glaube, ich. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, also Gumo, das kannst nur du entscheiden. Ja gut, ihr kommt ja an, was wollt ihr machen? Also es sind überall Leute, die da rumlaufen. Plopp, und wir sehen gerade keinen Brunnen. Nein. Ihr seht gerade noch keinen Brunnen. Dann schicke ich jetzt einmal tatsächlich Lula in die Höhe, die ganze Zeit auf meiner Schulter sitzt. Ja, du, jetzt siehst du erst recht, dass das von oben halt so eine Spiralform hat, die in der Mitte zusammenläuft. Und in der Mitte ist halt so ein Klüngel von so ganz vielen, ganz eng beieinander stehenden Ständen. Und dazwischen, ja, da ist halt so eine Lücke, da könnte was sein, aber das ist auch überdacht durch so ein Zelt. Ja, ich gebe diese Info sofort weiter und sage, okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach durch. Außer man ist unsichtbar. Ja, aber wir müssen ja, ich meine, du kannst auch alleine schon mal vorgehen, klar. Aber ihr aber, wisst ja nicht, wo ihr rein wollt, wenn ihr unsichtbar seid. Was hilft euch das? Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen da erstmal hin. Wir können ja erstmal, genau, also ich würde erstmal sagen, wenn wir gehen halt so nah an die Mitte, wie wir können und gucken uns da diese Stände aus der Nähe an. Ja, da gibt es halt, es sind einige Essensstände, da ist ein Typ, der irgendwie angeblich magische Umhänge und Roben verkauft. Da ist jemand, der Organe verkauft, die man angeblich sich magisch einpflanzen lassen kann. Echt? Da ist ein alter Mann, der Tee verkauft, so ein netter Greis, der freundlich lächelt, ist der Einzige, der freundlich lächelt. Bei den anderen stehen alle möglichen anderen Spezies dahinter, unter anderem halt so Adlermenschen. Wir gehen zum alten Mann. Ja, wir gehen zum alten Mann. Und ich, jetzt ist Dexter auch wieder, auch wenn es beim letzten Mal schon nicht geklappt hat, aber beziehungsweise ich gehe einfach zu ihm hin und sage, weißt du, also machen wir eine alte Frau draus, wir haben schon so viele alte Männer gehabt. Ja. Das ist eine alte Oma und die verkauft Tee. Aber immerhin hat es keine alten weißen Männer. Oh Gott. Eine Babuschka. Nee, mehr so eine nahöstliche Version davon. Nahöstliche Babuschka. Okay. auf jeden Fall gehe ich hin. Ach, seid gegrüßt. Ja, ihr auch, junge Dame. Frau. Ja, gute Frau. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe gehört, es soll hier einen Brunnen geben in dieser Höhle. Das kann doch gar nicht sein. Oh, ihr seid aber ganz schön direkt für eine junge Frau. Mann. Ja, ich habe. Wollt ihr nicht erstmal einen Tee trinken? Ich trinke gerne einen Tee. Ich trinke gerne einen Tee. Natürlich, was kostet der? Och, nur ein Kupfer. Ja, hier, bitte. Drei Stück für meine Freunde auch. Okay. Ja, sie gießt euch aus so einem Samovar so Tee ab. Und wollt ihr da etwas Kamelbutter reinhaben? Ach, ja, klar, gerne. Ja, gut. Das ist sehr nahrhaft, junger Mann. Ja, da kriegt ihr Haare auf der Brust von. Echt? Ja. Dann zwei Löffel, bitte. Okay. Ich habe nämlich nicht so viel Haare. Ja, da kriegt ihr auch einen schönen, dicken Rauschebart. Echt? Ja. Ah. Heilt das auch vielleicht? Was soll das denn heilen? Ihr Weiß seht doch gesund aus. Weiß ich nicht. Also, das ist einfach nur Kamelbutter. Ja, heilt es auch den ich klinge ein bisschen nasal. Reinigt es auch den Nasen, was auch immer. Nein, aber dafür kann ich euch einen ganz tollen Kräutertee machen. Sehr gut, dann hätte ich gerne einen Kräutertee. Ja, mach ich.
Ja, gut. Ich trinke erstmal einen Schluck von dem Tee. Ja. Ist guter Tee? Ja. Ja, gut. Wundervoller Tee. Gute Frau, mein Name ist Dexa. Ihr müsst mir euren Namen nicht sagen, es ist nicht so wichtig. Oh, okay, dann sage ich ihn nicht. Nee, also natürlich, ich wollte War jetzt ein dummer Meta-Joke. Mein Name ist Dexter, mit wem habe ich das Vergnügen? Siehst du? Ich bin Marianne. Marianne, freut mich, ja, also wegen dem Brunnen, ich weiß das, irgendwie, ich habe nur mitgekriegt, alle reden hier über den Brunnen und wenn man nach dem Brunnen fragt, dann werden alle so... Was meint ihr mit? Der Brunnen ist da. Okay, kann man da kommt das Wasser her für den Tee. Ach so. Ja. Was wollt ihr mit dem Brunnen? Wollt ihr damit irgendwas machen? Ich brauche da sauberes Wasser. Wenn mir da nochmal irgendjemand irgendwas reinschmeißt, dann werde ich sehr, sehr wütend. Einmal habe ich da eine Ratte drin gefunden. Das war nicht gut. Ja. Okay, also aus dem Brunnen kommt Wasser. Also in dem Brunnen ist Wasser. Ja, wo soll ein Brunnen denn sonst sein? Ja, gute Frage. Manchmal kann auch in den Brunnenmauern noch quasi noch so ein Gang sein. Ja, ja, danke erstmal. Nein, ich wollte mir einfach diesen Brunnen anschauen. Danke, ich stütze mich hier und gehe zum Brunnen und guck mir den erstmal an. Naja, also du musst dich da ein bisschen durchwühlen tatsächlich. Okay. So einfach geht das nicht, weil ich... Okay, weil das klang jetzt nämlich gerade, als ob das... Naja, sie hat nach hinten gezeigt, aber sie hat jetzt nicht, da steht jetzt nicht plötzlich ein Brunnen, sondern da ist halt ein Zelt. So. Also du kannst dich da irgendwie dran vorbeimogeln und sie sagt so, hey, was macht ihr mit meinem Zelt? Und ich dachte, ihr habt gesagt, da geht's lang. Ja, aber da könnt ihr nicht einfach mein Zelt hier so umräumen. Ja, wir machen alles wieder auch nicht. Wo komme ich denn? Gibt es einen anderen Weg zu dem Brunnen? Nein, der Brunnen ist nicht für die Öffentlichkeit. Da kriege ich mein Wasser her und die anderen Stände kriegen auch ihr Wasser her. Ja, wir machen nichts mit dem Brunnen. Gumu, soll ich versuchen... Ihr kommt da schon durch. Ja, wir gehen einfach hin. Die ist keine Gefahr. Ja. Ja, das weiß man hier nicht so genau, aber gut. Ja, ich bedanke mich für den Tee. Ihr kommt auf die Rückseite vom Zelt an. Mhm. Ja, also ihr müsst euch da rumwursteln und der Nebenstallbetreiber ist so ein großer Arakroa, so ein Adlermensch, der auch so macht, als ihr da euch so da durchgrabt durch die Zelte. Und da ist tatsächlich ein Brunnen. Relativ unauffällig. Mhm. Kaum breit genug für einen erwachsenen Menschen. Mhm. Aber breit genug für einen erwachsenen Menschen. Und der steht da einfach. Und da hängt halt so ein Eimer drüber, wie man das so hat. Dann würde ich gerne mal so einen Stein nehmen und einfach da runterwerfen, um zu hören. Achso, da ist auch eine Pumpe daneben. Ist Quatsch, wenn es ein Eimer ist, viel zu viel Arbeit. Da ist eine Pumpe daneben, die irgendwie da so rein... Echt? Ich dachte, ich kenne so... Es dauert zu lange. Halt, ja. Nee, ich würde erstmal einen Stein reinwerfen, zu gucken, wie tief der Brunnen ist eigentlich. Ja, also du machst so plupp und dann machst du nach einer, keine Ahnung, Viertelsekunde, also nach einer Sekunde machst du einfach plitsch. Also okay, dann ist es 10 Meter. Wie gesagt, es geht sofort. Also du machst so und dann macht es plitsch. Okay. Dann gucke ich da runter. Was sehe ich? Also es ist nicht beleuchtet. Das heißt, du siehst einfach nur Wasser gerade. Kannst du meinen Kerzenständer anmachen? Ich kann es leider nicht. Wie, du kannst es nicht? Ich kann es nicht. Ich kann den Zauberspruch nicht. Er macht den einfach doch nur Fackel. An. Ich kann dir eine Fackel geben. Ja, aber ich kann doch auch nur so leicht runter machen. Ja. Ja? Ja. Ja. Ich hole eine Fackel raus und zünd sie an. Ja, ich mache sie. Ich gucke mit der Fackel runter. Sehe ich ein bisschen mehr? Du siehst, dass da so ein bisschen Schrift drin ist, aber die ist alt und abgenutzt. Oben am Rand so. Ja. Und ansonsten siehst du einfach nur Wasser und dann irgendwann wird es halt dunkel unten. Jetzt wird Zeit für ein bisschen Akrobatik. Jonas, schaffe ich einen Spagat? Schaffe ich mich quasi so runter zu? Ist der Umfang... Also du bist viel zu groß, um da drinnen Spagat zu machen. Passt gerade so ein Mensch durch. Super, das heißt, es ist gut, weil dann kann ich mich nämlich... Kannst du die Hamstertechnik anwenden? Absolut. Ja. Ja, vom Stamm der Hamster. Das ist unser Nachbarstamm. würde ich gerne machen. Ich würde mich gerne... Also du drückst dich jetzt mit dem Rücken gegen eine Wand und dann fängst dann an... Ja, hoffentlich ist es nicht zu moosig. Ja. Währenddessen, Dexter, machst du bitte mal einen Knowledge Arcana Check. Ja. Yeah. Und dann ich check das Ganze mal aus. So eine 10. Das 10, aber ich meine immerhin plus. Hast du deine Fackel dabei? Ich habe meine Fackel in der Hand. Das heißt, du hast nur eine Hand frei? Arcana plus 6, also eine 16. Ja. Du hältst jetzt eine Fackel und schimmierst dich da runter. Also das ist halt auch Feuer, das ist direkt bei dir dran, ne? Also, was hast du? 16 insgesamt.
auf Arcana. Nee, Entschuldigung, ich wollte die, da geht es noch? Kann ich die Fackel oben lassen? Oder bin ich schon mit der Fackel im Brunnen? Eigentlich bist du mit der Fackel im Brunnen. Okay, dann, aber ich meine, ist die Fackel schon merkst, in den Brunnen gefallen. Dass es mit der Brunnen, mit der Fackel schwer ist zu, naja. Dann kannst du sie auch fallen lassen, dann ist Wasser unten. Aber ja, dann geht die Fackel aus. Korrekt. Ja. Wenn du sie oben lässt, na egal. Ich glaube, ich brauche zwei Hände. Okay, ja. Okay, während er das macht, während er da runterklettert, fällt dir auf, dass diese Schrift oben im Inneren vom Brunnen, die sieht für dich aus, als wäre die gar nicht so, die hat irgendwie so, das sind so alte Symbole, das ist jetzt nicht, was man so in modernem akademischen benutzt für Formeln, aber da scheint was, du hast das Gefühl, das könnte was Arkanes sein, was da steht. Mhm. Aber ich kann es nicht wirklich entziffern oder deuten. Es ist dreckig. Oder? Ah, Dann cast ich erstmal Prestidigitation und mach's sauber. Okay. Während er weiter nach unten kraxelt, wird da oben die Schrift freigelegt und da steht einfach, um zu reisen, sprich folgendes Wort. Und dann steht da ein Wort auf Kalischit. Mhm. Kann ich das Wort soweit entziffern, dass ich denke, ich kann es aussprechen? Mach mal einen Intelligenzwurf. Was ist das? 9 plus 3, 12. Du meinst, es sagt Hilvatsch. Hilvatsch. Das habe ich im Game nicht gesagt. Ich würde erstmal. Okay, Gummo. Was? Ich bin hier unten. Ich bin hier einer ganz heißen Sache auf der Spur. Gummo, willst du nicht deinen Unsichtbarkeitstrank trinken vorher? Klemmt da jetzt gerade unten und jetzt 3 Meter tief im Brunnen drin. Mist, ich komme wieder hoch, das war ein dummer Gedanke. Ich kletter wieder hoch. Ja. Da machen wir einen Climb-Check bitte. Okay. Eine 20. Ja, 20 okay. Jetzt. Okay. Also du kommst langsam wieder hochgeklettert. Ja. Du machst aber sonst nichts damit. Ich frage ich frag erstmal noch Morgan. Sag mal, Morgan, ihr sprecht kein Kalischitisch, wie auch immer die Sprache heißt. Ich spreche Kalischitisch, ja. Oh. Ich spreche Kalischit, natürlich. Wie spricht man denn dieses Wort hier aus? Das da? Ja. Ganz kurz. Hier steht, um zu reisen, sage dieses Wort. Ich da weiß steht Hirvajus. Und genau in dem Moment geht ein Portal auf in dem Brunnen. Oh nein. Bin ich schon oben oder bin du ich? Du bist halb drin und du verschwindest sofort in dem Portal. Oh, okay, oh nein. Morgan, wir müssen hinterher. Sag. Ich spring sofort. Kann ich im Fall noch meinen Trank trinken? Also erstmal, du springst sofort hinterher. Ja. Ja gut, Morgan springt auch sofort hinterher. Du kommst als Erster auf der anderen Seite raus. Ja, zack, Falcon's Hollow. Du bist erstmal sofort in der Luft. Also du landest nicht auf dem Boden direkt, sondern du bist erstmal ganz kurz schwerelos in der Luft und dann fällst du ungefähr 10 Fuß. Also das sind so 3 Meter auf den Boden. Mach mal einen Akrobatikwurf, ob du dich abfangen kannst. Das ist eine 5, leider. Aber ich hab also Advantage auf alle. Nein. Habe ich nicht. Akrobatik, was hast du da? Habe ich sehr viel. Habe ich eine 3, eine 8. Du plumpst einfach auf den Boden und kriegst 5 Punkte Schaden. Wow. Ich habe gut gewürfelt, leider. Meine Güte. Weißt du was? Nee, es ist nur 3 Punkte, weil du landest im Schnee. Im Schnee? Ja. Du landest in sehr, sehr dickem, hohen Schnee. Ungefähr 30 Zentimeter hoch, also so kniehoch. Das fängt ein bisschen was von deinem Sturz ab. Und du starrst in den blauen Himmel und da fallen jetzt 2 Gestalten raus, direkt über dir, die auch runterfallen. Das heißt, darf ich sie auffangen? Du kannst eine Akrobatik, wovon du liegst gerade auf dem Boden. Also ich wüsste nicht wie. Oh, das ist eine 15 plus 1, 16. Okay, du kriegst keinen Schaden, du kannst dich abrollen und Morgin. Ganz knapp, kriegt auch keinen Schaden und rollt sich ab. Die sind ein bisschen vorbereiteter da durchgekommen. Aber ihr landet alle im Schnee und auch volle Kanne. So, ne? Ihr rollt euch zwar ab, aber selbst ihr landet, kommt nicht so richtig hoch dann, sondern ihr klatscht auch so ein bisschen da auf. Und jetzt liegt ihr da im Schnee. Was wollt ihr machen? Es ist kühl, kalt. Ist es Feldschnee gerade oder kann ich meine Umgebung mal scannen? Es fällt auch ein bisschen Schnee, ja. Sehe ich gerade irgendwas, irgendwo Lichter oder Zelte, weil gerade waren ja Zelte um uns herum. Jetzt, du wirst aufstehen? Ja. Okay. Du stehst auf, du guckst dich um und du stellst fest, ihr seid irgendwo oben auf einem Berg. Du kannst ziemlich weit in die Landschaft blicken.
Du siehst aber nichts Besonderes, außer dass da irgendwo Savanne und Wüste ist und so weiter. Und du bist offensichtlich auf einem Berg oben drauf. Aber wie kann ich denn auf einem Berg sein, wenn da und Schnee ist und bin ich so hoch, kurz, dass da einfach ein anderes Biotop ist, sozusagen? Ja. Ganz kurz, du hast gesagt, blauer Himmel, heißt das, es ist Tag oder ist es nachtblauer Himmel? Ach so, es ist nachtblauer Himmel. Okay. Es ist nur ein bisschen heller da oben. Sehe ich denn Kalischit? Von da aus, wo du bist, nicht. Nee? Also du siehst keine Stadt oder ähnliches. Ja, du bist aber auch sehr weit oben auf einem Berg, also selbst wenn, müsstest du sehr weit laufen, um an der Zeit. Also was passiert, Dexter? Was hast du gemacht? Ich stehe auch erstmal auf. Wir haben das Portal geöffnet, das in dem Brunnen war. Ich stehe auch erstmal auf. Hat uns Gnomi in eine Falle gelegt? Nein, wahrscheinlich. Hat uns Gnomi in eine Falle gelegt? Das wäre so geil, wenn das Gnomis Trick gewesen wäre. Nein. Schade, dass ich die Idee nicht hatte. Ja. Danke. Es ist super weird, aber wahrscheinlich finden wir hier irgendwo die Assassine. Ich klopfe mir den Schnee ab, caste wahrscheinlich auch an einmal nochmal irgendwie Prestidigitation auf meine Beine, damit die ein bisschen wärmer werden. Ja. Und dann schicke ich erstmal Lula nach oben, dass sie eine kleine Runde, also so eine Minute, mal kurz die Gegend scouten soll und mir sagen, ob es irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Also, ihr seid sehr weit oben auf einem Berg, stellt auch sie fest. Ist eine Gebirgskette tatsächlich, aber ihr seid auf einem der Berge halt sehr weit oben drauf, fast am Gipfel. Es gibt in der Nähe von dem, wo ihr gerade gelandet seid, gibt es einen Weg, also einen Pfad, der abgetrampelt ist so. Der ist zwar auch relativ zugeschneit, aber da siehst du halt, dass da so Spuren langgelaufen sind und so und dass das auch ein bisschen plattgetreten ist alles. Und dieser Weg führt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach oben und natürlich auch nach unten, logischerweise, den Berg weiter runter. Aber da oben meint Lula etwas Licht gesehen zu haben durch den Schnee hindurch. Okay, meine Krähe hat da oben Licht gesehen, gehen wir da hin. Also, mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ich glaube, wir haben auch echt keine andere Wahl. Ja. Außer du kannst das Portal wieder öffnen, du kannst es aber wahrscheinlich nicht wieder öffnen. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also, es ist wahrscheinlich noch offen, aber wir müssen halt erstmal da hochkommen. Es schließt sich gerade. Ah. Ja, außerdem sind wir ja hier um... Oh Gott, scheiße, kommen wir wieder raus. Das ist okay, also, funktioniert der Stein eigentlich noch? Welcher Stein? Der grüne Stein. Einfach nur. Habe ich ihn beim Sturz. Also du hast nichts verloren. Okay. Ich habe ihn im Brunnen. Das war der Stein, den ich in den Brunnen geworfen habe. Naja, gut, natürlich sollte der noch funktionieren. Gucken, ich gehe ja mal davon aus, dass wir noch auf der gleichen Existenz. So viel Zeit ist ja nicht vergangen, oder? Seitdem ich seine also Angst ist, dass ihr auf eine andere Ebene der Existenz geraten seid. Ja, was ist eine andere Ebene der Existenz? Also eine andere Dimension sozusagen. Ja. D&D findet auch eine Art Multiverse statt. Ja, genau. Also vielleicht sind wir plötzlich im Themenreich oder in der Hölle. In der Dimension gibt es einen Faruk, der gesund ist? Möglicherweise sogar das, aber die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt einfach eher, dass wir halt in irgendeiner Taschendimension sind, also in einer eigenen abgetrennten Dimension oder in der Hölle oder im Himmel oder im Feenland oder im Düsterland oder irgendwas. Naja, ich sehe da Savanne, ich sehe da also... Sehr weit weg sieht es so aus, ja. Okay, egal, wir müssen hier einfach den Weg hochgehen. Kann ich abschätzen, wie lange es braucht, bis wir oben sind? Also wie weit die Entfernung ist? Naja, ihr müsst erstmal ein bisschen laufen, weil du hast es nur gesehen, weil Lula in der Luft war. Aber so nach 10 Minuten, die ihr den Weg hochkraxelt, ihr müsst tatsächlich ein bisschen klettern auch. Da müssen wir jetzt keinen Wurf für machen, weil so schwierig ist es nicht, aber es ist halt beschwerliches Gelände, ne? Ihr kommt da nicht so gut durch. Kommt ihr irgendwann auf so eine Anhöhe an und dann könnt ihr ein bisschen weiter den Weg entlang gucken nach oben. Und da ist tatsächlich ein Haus. Ein relativ großes Haus, was aber anscheinend in einer Art Felshöhle eingelassen ist. Also ihr seht vorne die Front von dem Haus, aber die ist sozusagen, der Rest des Hauses ist in den Felsen eingelassen. Und das ist eine klassische Befestigungsstrategie für Leute, die ihre Burg verteidigen wollen zum Beispiel. Ne? Der Berg schützt sozusagen die gesamte Befestigung. Und von draußen, von der Architektur her, hat es sowas fast fernöstliches, fast asiatisches eher von der Architektur. Es ist wie Pagoden, die so nach unten, ne? Diese geschwungenen Dächer, die man aus Japan kennt zum Beispiel. Und das Haus hat auch tatsächlich Ziegel und so obendrauf und so, also den Teil, den ihr sehen könnt. Und da scheint Licht zu brennen. Viel Licht oder wenig Licht? Genug, dass man es von Weitem sieht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schleichen wir uns langsam an. Aber vielleicht trinkst du jetzt so langsam auch mal deinen Unsichtbarkeitstrank, wenn ich abschätzen kann, dass wir so eine. Ich denke, wir 10, 15 Minuten.
Ja, ihr müsst bestimmt noch 15 Minuten laufen. Okay, dann, also aber 15, also ob, ich glaube, ich habe Angst ein bisschen, dass ich den zu früh trinke. Ja, ja, aber ich meine so, also ne, wenn wir so richtig, also wenn, wenn wir so nah dran sind, dass die uns gut erkennen könnten, dann wäre es gut, wenn die nur denken, dass nur zwei Leute ja unterwegs sind hier. Aber das Ding ist, dass man Fußabdrücke super gut im, im Schnee eines ja, gut, aber dann müssen sie also erstmal, ja, dann musst du halt schauen, dass du immer schön in Morgins Fußstapfen trittst. Aber ich meine, da sind ja auch schon Fußspuren. Ja, aber es schneit auch die ganze Zeit. Ja, okay. Die werden auch immer wieder über... Genau, naja, dann bleib halt immer, solange wir im Schnee sind, schön hinter Morgin. Okay, dann nehme ich jetzt meinen Unsichtbarkeitstrank okay und stelle mich hinter Morgin und versuche quasi immer hinter Morgin herzuwatscheln. Ja, okay, genau. Ja, kannst du machen. So bin ich unsichtbar? Du bist unsichtbar. Du trinkst den Trank, es geht auch sehr schnell. Du wirst einfach von oben nach unten langsam unsichtbar. Kann ich einen Schneeball machen? Ja. Und es sieht jetzt aus, als ob der Schneeball schweben würde, richtig? Ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird er auch unsichtbar. Aber jetzt im ersten Moment würde er auf jeden Fall sichtbar sein, ja. Mega cool. Okay, du siehst so einen Schneeball fliegen. Hm. Also ja, ich lasse ihn wieder fallen. Okay. Ein Schneeball schwebt kurz und fällt dann wieder hin. Nicht, dann werf Morgin ab. Okay, du wirfst Morgin ab. Und er so, was soll denn das? Ihr lauft weiter den Weg nach oben. Wollt ihr irgendwas nachher noch unterwegs oder wollt ihr einfach dann da ankommen? Wir sind 3-4 Stunden unterwegs jetzt, oder? Das seid ist jetzt... Insgesamt? Nö, also ihr wart jetzt bei Stunde 2, ihr habt gerade 2 okay, Stunden durch. Okay, also meine Mage-Arme ist noch an, das ist alles. Ja, ja. Also wenn, dann werdet ihr jetzt in der 3. Stunde. Ich glaube... Lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts wirklich... Was ich... oh ja, doch. Kurz eine Sache schauen, wie was weit. Ist das denn für ein Alter, Clairvoyance reicht eine Meile. Was ist denn Clairvoyance? Geo, klär uns auf. Hellsehen halt. Das hat er ja schon mal gemacht. Auch recht erfolgreich. Ja, ja, aber da ging es nur um die Ecke. Aber das Ding reicht tatsächlich eine Meile. Ich muss jetzt nur einmal tatsächlich genau lesen. Nicht, dass ich den Spruch hier irgendwie übertreibe. Sind sowieso Range, Location für mich. Ja, währenddessen schneit es weiter. Morgin läuft euch da weiter hoch. Und dann so, ich hab ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich meine, wer wohnt hier auf so einem Berg? Ich glaube schon so eine schöne Uhr. Also wenn man sich versucht zu verstecken oder irgendwie geheim zu sein. Ja, aber wer versucht sich zu verstecken oder geheim zu sein? Das sind nicht die nettesten Leute. Stimmt. Wir suchen ja die rote... Nicht. Wir suchen ja die Skorpion-Gilde. Ja, das ist korrekt. Ja. Ich caste auf jeden Fall Clairvoyance. Das heißt, ich kann an einen Ort, den ich entweder kenne oder einen Ort, der klar definiert ist. Sowas wie zum Beispiel hinter der Eingangstür dieses Hauses. Ja. Da würde ich jetzt, erzeuge ich sozusagen einen Sensor, mit dem ich so sehen kann, als ob ich dort wäre. Ja. Wow. Und ich kann als Aktion zwischen Sehen und Hören switchen. Also ich kann nicht gleichzeitig sehen und hören, aber... Aber du musst trotzdem noch Wahrnehmungswürfe machen, wenn zum Beispiel jemand versteckt ist. Genau, um sowas schon. Genau, es ist im Prinzip so, als ob ich da wäre. Ja. So kann ich... Ja. Krass. Okay, und das machst du jetzt, während du da hinläufst? Würde ich sagen, ja. Ja, ja. Okay. Also beziehungsweise wahrscheinlich bleiben wir kurz stehen, weil ich meine, ich sehe dann den. Du kannst nämlich hinlaufen. Nicht sehen. Ja, ja. Genau. Okay, mach mal einen Wahrnehmungswurf. Ach, 10 minus 1, 9. Okay, also was du siehst hinter der Tür ist ein relativ spärlich eingerichteter Raum. Es gibt ein paar Bänke, es gibt ein paar Tische, es gibt einen Kamin, der auch an ist. Daher wahrscheinlich auch das Feuer, was ihr durch das Licht seht. Es gibt einen Haufen Stützbalken und so weiter. Offensichtlich hat dieses Ding auch mehr als ein Geschoss, weil es gibt auch eine Treppe nach oben. Ja. Und dort sitzt eigentlich nur so ein alter Typ, der aussieht wie so ein Sherpa, wie so ein Gebirgsführer. So ein Ranger, würde man vielleicht auch denken. Ein alter, runzliger Typ und der trinkt gerade irgendwas, was dampft. Das ist so, was du da siehst. Tja, ja, ich teile das kurz den anderen mit und sag dann, ich kann es mir leider. Eventuell muss ich ja heute noch Gedanken lesen oder kämpfen, deswegen kann ich nicht in jeden Raum schauen. Hinter der Tür scheint erstmal nur ein älterer Mann irgendwie eine Art von Ranger oder so zu sitzen. Sieht der nett aus oder sieht er aggressiv aus? Das ist einfach nur. Der trinkt da einfach nur irgendwie seinen Tee.
Vielleicht kann er uns ja helfen. Ich glaube nicht, dass uns hier irgendjemand freiwillig hilft, aber mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein, als einfach da reinzugehen. Warum sollte uns ein Portal in einer Höhle auf einen Berg schießen? Ich meine, also magische Portale können ja überall hinführen. Wir haben gehört, also du hast ja gehört, dass manchmal Leute rein und raus kommen. Das ist ja gängig, dass Leute anscheinend da rauskommen und rein. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo ein anderes Portal, mit dem man wieder zurückkommt. Vielleicht haben wir einfach die falsche Jahreszeit erwischt auch. Vielleicht findet's die Assassinengilde einfach hier oben auf dem Schneeberg nett. Komm jetzt, lass okay. da. Okay, ja, wir gehen in Richtung. Bleib ich rede ja. Ich trete in Morgens Fußstapfen. Ich glaub, deine Stimme kommt aus dem Nichts die ganze Zeit, ne? Ich glaube ich glaub, dass spätestens, wenn wir uns irgendwie auf 10, 20 Fuß genähert haben, die uns entweder angreifen oder aufhalten. Aber lass uns einfach dahin gehen. Gut, ihr geht zu dem Haus, ihr kommt da an. Nichts passiert, was wollt ihr tun? Ich würde sagen, wir gucken, ob wir in eines der Fenster klettern oder so können. Ich meine, da ist eine Tür. Ja. Also ich muss da ist sagen, auch ein Fenster. Da sind zwei Fenster. Sagen, durch die darf ich können wir auch in-game diskutieren, aber als Dexer sage ich jetzt, ich... Das solltet ihr eigentlich auch in-game klären. Ja, genau. Also dann Metagaming ist hier auch. Sage ich, genau. Deswegen sage ich, also du kannst versuchen, hier einzusteigen, aber ich glaube, egal was wir machen, wir werden... Also, du bist unsichtbar. Ja, doch, du kannst versuchen, hier einzusteigen. Ja, ich kann klettern. Ich kann auch erstmal... Ich bin super Kletterer. Wo führt ihr diese Diskussion gerade? Weil ihr seid jetzt eigentlich schon angekommen. Wir sind eigentlich schon angekommen, ja. Also ihr flüstert da jetzt einfach. Ich glaube, wir flüstern da jetzt einfach, ja. Okay, dann lass uns rein. Ich gehe rein. Dauerlicherweise ist es, glaube ich... Ich gehe rein und... Durch wie gehst du rein? Durch die Tür. Okay, du machst die Tür auf? Ich mache quasi... Und ich mache Windgeräusche. Und wir stecken, also halt, bevor Gumo das macht, Morgin und ich, wir stellen uns so neben die Tür. Ne? Okay, ja. Das ist Performance-Check. Aber Morgin und ich, wir stellen uns so neben die Tür, dass man uns von innen nicht sieht, wenn die Tür jetzt aufgeht. Genau. Ich meine, die wissen eh schon längst, dass wir hier sind. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber okay, ich reiß dir auf und mach dann so, wie eine Tür aufreißen würde, wenn du mich machst. Ja. Das ist eine 2. Ja, okay, du machst es genauso, wie wir es gerade gemacht haben. Hätte ich mal eine Taumaturgie können, glaube ich, nur Clerics. Ja. Okay. Ja, Okay, aber die Tür geht auf. Der alte Mann, der da sitzt, der guckt so ein bisschen überrascht nach oben. Ja. Naja, aber er sieht halt nichts. Naja, genau, ich gehe dann... Und dann steht er so auf und geht zur Tür. Und versucht, die Tür zuzumachen. Dann müsste ich ja direkt neben ihm stehen, ne? Exakt, er steht direkt vor dir. Was sehe ich genau? Wenn du ihm nicht aus dem Weg gehst, läuft er sogar nicht rein. Nee, ich gehe nach links. Ich gehe ein Stück nach links. Mach mal bitte einen Stealth-Check mit Advantage, weil du Elven keinen Boots an hast. Eine 14. Ja. Und eine 6. 14 plus, das ist ja Stealth. Ja. 3 ist 17. Okay, ja, du bist sehr leise. Außerdem ist Lärm von draußen, von dem Wind, der tatsächlich reinkommt, der auch reinpustet. Und du gehst ihm aus dem Weg und jetzt stehst du halt wirklich sehr nah an ihm dran, während er gerade so... Und er murmelt irgendwas in der Sprache, die du nicht verstehst und fängt an, die Tür zuzumachen. Es ist die Tür zu, richtig? Ja. Und er geht wieder zurück, wenn du nichts machst, geht er wieder zurück an seinen Tisch und trinkt da weiter seinen Tee. Der alte Trick mit dem Wind, kam, glaube ich, nur einmal. Also ich bin jetzt in dem Haus drin, richtig? Ja, mach mal einen Wahrnehmungswurf. Ja, genau. Einfach mal so, ob du irgendwas anderes noch mitkriegst. Eine 18 plus Perception ist eine 1, ist eine 19. Oh. Sehe ich Bilder an der Wand, sehe ich... Nö, es gibt keine Bilder an der Wand. Eine Urkunde für einen Verein, der irgendwo... Nö, in der Ecke steht so ein großer Kessel, der aber nicht benutzt wird gerade. Ja. Ansonsten, die ganze Bude knarrt. Ist halt aus Holz vorne alles viel und so. Das ist schlecht. Es knarrt halt schlecht, sehr viel. Schlecht. Auch die ganzen Balken und so, die das alles zusammenhalten, die knarren. Aber mehr fällt dir jetzt gerade nicht auf. Irgendwie ist es spannend, ich will Schabernack machen, aber es ist der schlechteste, wirklich schlechteste Zeitpunkt, um Scheiße zu machen. Unsichtbar. Okay, ich möchte mich so stealthy es geht umschauen, weiter investigaten. Mhm. Schauen, ob ich irgendwas auf dem Tisch sehe. Vielleicht irgendwelche. Es ist ja eher sperrig, meintest du? Der Kamin, ist irgendwas über den Kamin? Sehe ich irgendwo Symbole? Sehe ich irgendwie... Nee, über dem Kamin hängt einfach nur so ein Kopf von so einem Jack, was irgendwann, also so ein Schädel, ne? Wie so eine Jagdtrophäe halt. Und ansonsten brennt da einfach nur ein ganz gut loderndes Feuer. Okay, ich glaube, ich muss ihn ablenken. Wir haben ja noch genug. Und ich muss ihn irgendwie ablenken, damit ihr reinkommt.
Aber ich weiß ja nicht in erster Linie, ob der böse ist. Er wirkt da böse auf mich. Darf ich ein Sense Motive irgendwie, oder wie nennt man das? Das wirst du aus einem Typen, der einfach nur da sitzt, schwer rauslesen können. Sense Motive haben wir Der sitzt nicht. Da ja, wirklich einfach nur rum und trinkt seinen Tee. Okay, ich möchte an ihm vorbei in den ersten Stock. Okay, mach mal einen Stealth-Check. Das ist eine 19. Nochmal Advantage. Also plus 3 ja, ist eine 22. Du kannst auch immer noch eine 20 also, würfeln. Ist eine 2. Okay. Ja, ist trotzdem sehr, sehr gut. Du machst dich auf den Weg zur Treppe. Währenddessen, Dexa. Dexa sagt einmal per Message zu Morgan, der ja nicht so weit weg steht, aber dadurch kann ich noch ein bisschen leiser reden. Ja. Ach, scheiße, wir hätten ein Signal mit Gummifein. Ich schicke so grob in die Richtung, in der ich Gummu vermute. In der Hoffnung, dass er noch 100 Fuß, dass er noch nicht weiter als 100 Fuß weg ist. Ja. Gummu. Du musst das Mikrofon sprechen. Also, du kannst mir durch Flüstern antworten. Wer ist der? Also, Dexa. Was? Siehst du irgendwas Interessantes? Ich sehe diesen alten Mann. Okay. Der wirkt sehr ungefährlich. Ich habe einen Kopf von einem Tier, von einem Jack. Okay, keine gesehen. Details, Gummo, Gummo. Ich sehe keine Verbrecher bis jetzt. Wie merken wir, falls du Hilfe brauchst? Wir hätten ein Zeichen vereinbaren sollen. Ich glaube, ich brauche erstmal keine Hilfe. Okay, aber was machst du, wenn du ein Problem hast? Dann springe ich aus dem Fenster. Okay. Ich versuche nachher nochmal mit dir. Nur zur Info übrigens, ne, also er muss das schon leise flüstern, was er sagt. Also falls ihn. Also mach dir mach keine Sorgen. Versuch. Ja. Kippe. Ja. Mhm. Okay, dann. Ich versuche weiter Informationen zu sammeln. Okay, aber geh nicht zu weit, komm wieder raus. Okay, ich bin gerade auf dem Weg in den ersten Stock. Okay. Schau dich da um und dann komm wieder raus. Ja. Okay. Der alte Mann steht auf und geht zur Tür. Wieso geht er zur Tür? Das weißt du nicht. Aber er macht die Tür auf. Darf ich dir das noch sagen, bevor er auf den Weg zur Tür geht? Er kommt Richtung Tür. Ich glaube, das kannst du so nicht mehr sagen. Es sei denn, es ist während wir noch miteinander. Also wenn du sozusagen im gleichen Satz noch passiert. Ja, könntest du sagen. Also das ist jetzt nicht so, er steht auf, während ihr euch unterhaltet. Also sollen wir ihn alle drei angreifen? Nein, lass erst mal. Okay, ich sag dir, wenn wir ihn angreifen. Und dann würde ich nur mit Morgan so ein Zeichen geben, dass wir noch ein bisschen weiter sozusagen an der Hauswand entlang uns von der Tür entfernen. Mach mal bitte einen Stealth-Check. Ich könnte euch aus dem ersten Stock dann so... Kann ich euch dann so hochheben? Das höre ich schon nicht mehr, weil der Spruch nachgelassen hat. 10 plus 4, 14. Okay. Der alte Mann kommt zur Tür, er hat ja so einen Mantel an, so einen dicken Mantel aus Schaffell und so weiter, und er schlägt so seine Kapuze hoch und macht die Tür auf und geht raus, macht die Tür zu und fängt an, den Berg runter zu laufen. Sieht er die Fußspuren? Scheint ihm nicht aufzufallen. Okay. Es ist ziemlich windig draußen. Und sehr schneeig, und er hat einfach seine Kapuze hochgeschlagen und geht raus. Okay, gut, das ist gut für uns. Ja. Also ich warte. Du siehst so, ihn einfach so in aller Ruhe weg den Berg also runterlaufen. Also bis der so 10, 20 Meter weit weg ist und sagt noch, oh, er ist einfach weggegangen. Wie, er ist einfach weggegangen? Ja, geh weiter. Gut. Achso, er ist einfach weggegangen, keine Ahnung. Schau in den ersten Stock und komm wieder raus. Okay, ich gehe in den ersten Stock. Okay. Du gehst in den ersten Stock. Der erste Stock sieht gar nicht so anders aus wie das Erdgeschoss. Es ist im Prinzip nochmal dieselbe Art von Raum. Da sind auch eine Menge so Kojen und sowas, also wo man so drin schlafen kann. Alle möglichen, was gibt es noch? Hängematten, solche Sachen. Paar Truhen stehen da rum. Aber ansonsten ist es ein sehr spartanisch eingerichteter Raum. Ich würde gerne durch die Truhen schauen. Okay. Ja, mach eine Truhe auf. Nee, ich guck erstmal, ob jemand in diesen Säcken natürlich auch ist. In den Hängematten? Ja. Nee, also scheint niemand da zu sein. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Ja, aber es sind auch Assassine, natürlich sieht man die nicht. Das ist was, eine 13 eine oder eine 12 14? 12 plus 1 ist 13. Okay. Also es scheint niemand da zu sein. Ja. Paranoid.
Ja, es scheint niemand da zu sein. Ich versuche. Was versuche ich denn? Versuchst du eine Truhe aufzumachen? Ich versuche erstmal. Nee, ich, ja, mache ich auch gleich, aber ich versuche erstmal durchs Fenster. Gibt es ein Fenster, durch das ich schauen kann? Wieso? Achso, nach draußen? Ja. Ja. Kann ich das Fenster aufmachen? Ich möchte ein Fenster aufmachen und weggehen. In der Hoffnung, dass vielleicht. Okay, du machst ein Fenster auf und es fängt an zu ziehen. Ja, ich irgendwo so, aber hat jemand ein Fenster aufgemacht? Noch nicht. Aber was dir jetzt auffällt, als du weiter in den Raum reingegangen bist, ist, dass es da eine Tür nach hinten gibt. Ah, okay. Also in den Berg rein offensichtlich. In den Berg rein? Ja. Oh, das ist spannend. Aber für mich sieht es jetzt aus wie so eine Übernachtungsmöglichkeit für Assassine. Wenn da mehrere Hängematten sind, oder eine Truhe. Für Sherpas. Was sind Sherpas nochmal genau? Leute, die Bergführer. Ah, okay. So wie der alte Mann gerade, der so aussah wie ein Bergführer. Ich möchte kurz durch das Fenster gucken, sehe ich den, die beiden Rabauken da? Da müsstest du dich rauslehnen, weil die sind ja an die Wand gepresst. Aber prinzipiell kannst du die sehen, ja. Okay. Ich kann ich flüstern oder so? Ja. Dexa, siehst du mich hier oben? Du bist unsichtbar, also. Ich bin hier oben. Ich bin in dem Morgen sagt sie, er ist unsichtbar, wie soll wen sehen? Achso, was? Hier sind so Liegematten, Patronen und eine Tür in den Berg rein. Aber ich würde erst in die Tür oder was? Ihr könnt hier hoch. Hier ist keiner. Okay. Also in dem Erdgeschoss ist keiner. Ihr könnt. Ist doch gut, weil euch langsam kalt wird. Ihr seid nämlich nicht für dieses Klima angezogen. Ich kann hin und wieder mal mit Prestidigitation uns aufwärmen, aber auch nur so immer so. Ja. Gut, also geht hier rein. Ja, 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 gut, Morgan ist auch endlich. Na, endlich. Er schüttelt da so seinen Schnee ab, so ein bisschen. Und dann gehen wir direkt die Treppe hoch und da passiert bestimmt gar nichts, oder? Nee, als ihr die Treppe hochgeht, passiert nichts. Warum soll da was passieren? Nee, weiß ich auch. Okay. Ich bin hier. Okay. Hier, wo, an dem Fenster. Ja, okay. Okay. Ach, die Tür meinst du? Okay. Ja. Ja, schau mal. Ich würde sagen, wir stellen uns wieder so neben die Tür. Schau mal vorsichtig rein. Wir müssen gucken, dass der Typ nicht wieder zurückkommt. Einer muss gucken, dass das... Der ist den Berg runter. Der wird jetzt nicht in den nächsten 2 Minuten zurückkommen. Ja, wer weiß, vielleicht hat er was vergessen. Ja, wer weiß, was da drin ist. Guck doch jetzt einfach in die Tür rein. In die Truhe? In die Tür! In die Tür? Okay. Macht mal noch einen Wahrnehmungswurf, bitte. Ich gehe zur Tür. Beide. Also ich gehe quasi jetzt gehe ich Richtung Tür. Ja, du gehst gerade zur Tür und jetzt mach mal beide einen Wahrnehmungswurf. Vergisset. Eine 15 8, also plus 9, plus 1. Plus 1. Du hörst von unten Geräusche. Du hörst die Tür unten. Ich hab doch gesagt, er wird zurückkommen. Und jetzt hört ihr auch jemanden unten sagen, oh, boah, das ist furchtbar. Versteckt euch in den Matten, versteckt euch in den Hängematten. legt euch schlafen. Ihr müsst euch verstecken. Ihr hört jetzt unten jemanden rumlaufen. Wahrscheinlich den alten Mann. Okay, wir verstecken uns. Du gehst rein. Okay, los. Okay, ja. Ich muss gerade schütteln, Entschuldigung. Mir ist kalt immer noch. Wie, okay, also was passiert jetzt? Ich habe nicht verstanden, was ihr... Ja, wie versteckt ihr euch? Ihr müsst euch verstecken. Wir wollen ja, wir verstecken uns schon, keine Angst. Jetzt geht er rein. Okay, dann gehe ich Richtung Tür und versuche zu gucken, ob die Tür aufgeht. Die Tür geht auf? Ich versuche sie leise, es geht auszumachen, so einen Spalt durchzugucken. Weißt du, was sehe ich da? Okay. Oh, ist das spannend. Ja, ich bin gerade so... dahinter ist ein dunkler, warmer Gang. Der ist einfach Wärme, kommt der Wärme entgegen. Ja. Und da sind so ein paar Fackeln, aber es ist generell nicht sehr gut beleuchtet. Und es geht halt einfach anscheinend in den Berg rein. Okay, ich sehe niemanden. Rein. Schnell. Okay. Okay. Gut, weil wir haben uns überhaupt nicht versteckt. Ich habe Gugu einfach nur reingeschickt. Ja, also wovor wollt ihr euch verstecken? Der alte Mann ist unten. Also, ja, aber wir wissen, wir gehen ja von dem Schlimmsten aus. Dieser alte Mann könnte auch der Anführer der... Sehr gut möglich. Ja. Also ich rechne damit, dass der mindestens auch ein Assassine ist, wenn nicht irgendwas ganz Wichtiges oder so. Rein mit euch, rein, schnell. Okay, ihr geht in den langen Gang rein, nehme ich an. Ja. Okay. Macht mal einen Wahrnehmungswurf da auch. Das ist sehr dunkel da, also. Eine 3. Plus 1, 4. Muss mal einen anderen Wurf nehmen. Na, Morgan kann sehen im Dunkeln. Okay. Ach so, ja, stimmt. Ach, da ist es komplett dunkel, dann muss ich ja mit Disadvantage würfeln, schätze ich mal. Ja. Ist aber, also bei Gummo war es das egal, weil der erste Wurf schon so niedrig war. Ja, bei mir ist es dann auch nur eine 12 insgesamt. Okay. Oh, ist nicht schlecht. Ja, ihr kommt da rein und die Tür hinter euch macht ihr zu, oder nicht?
Ja, die mache ich zu. Okay, ihr macht die Tür zu. Wenn ihr den Gang runterguckt, der ist ungefähr, was wird der sein, 5 Meter lang. Da ist halt noch eine Tür. Und ansonsten ist da nicht sehr viel. Also es sind auch keine Fackeln da, sondern so Glow-Orbs, die das so erhellen, weil sonst wäre da keine Luft drin. Also das könnte man nicht atmen, wenn da Fackeln brennen würden. Ja. Aber es ist recht warm. Dann gehe ich Richtung, Richtung Tür und versuche zu gucken, erstmal zu horchen an der Tür. Ja, bitte machen einen Perception-Check. Das ist eine 12, 13 habe ich insgesamt. Mhm. Höre ich so, was höre ich? Du hörst auf der anderen Seite gar nichts. Nichts? Nee. Okay, ich mache einen... Also du hörst nur die Sachen, die du sonst auch gehört hast. Du hörst das Knarren von dem Holz um dich herum, du hörst irgendwie den Wind draußen vielleicht noch leise wehen. Dann mache ich einen Spalt auf die Tür auf, aber wirklich, also... Ah, du hörst eine Sache, du hörst den alten Mann sagen, ja sag mal, wer hat denn hier ein Fenster aufgemacht? Okay, der macht jetzt für mich wirklich jetzt keinen gefährlichen Eindruck. Naja gut, ich mache den Spalt leicht auf und hoffe, dass mir kein Minotaur vor mir steht. Oder? Okay, bevor du das machen kannst, hörst du noch ein Geräusch und zwar irgendjemand verriegelt die Tür hinter euch, durch die ihr reingekommen seid. Der alte Mann hat vielleicht gesehen, dass die Tür nicht so richtig zu war. Ich habe sie zugemacht, sage ich laut. Nein, habe ich nicht laut. Okay. Ja, aber du hörst, dass jemand da abschließt. Oh Mann, ey. Egal, wir müssen weiter. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen weiter sterfen. Ja, ich mache die Tür leicht auf und gucke, was da drin ist. Okay. Dahinter ist einfach nochmal ein Gang. Der geht aber, ja, ich sag mal so, der geht so 10 Meter weit. Mhm. Und von dem gehen aber mehrere Türen ab, nach links und nach rechts. Wie viele? 3. Und ja, das mehr sieht man eigentlich nicht. Jede eine Tür, würde ich sagen. Jede eine Tür? Nein. Schlechtes Taktik. Eine Tür nach der Also Morgan hat jetzt mittlerweile so seine Armbrust gezogen, ne, und hat die auch geladen, weil die kann man nicht die ganze Zeit geladen lassen. Ja. Und ist so, also ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich glaube, jetzt es wird hier ein bisschen unangenehm bald. Also ich meine, es ist ein schöner Ort. Es ist ein bisschen wie eine alte Zwergenmine oder so. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Assassine finden. Ja, aber wir machen eine Tür nach der anderen. Okay, wir gehen erstmal zur linken Tür mit und dann zur ersten Tür, meinst du? Ja, von euch aus gesehen. Ja. Okay. Ja, was wollt ihr machen? Mach sie auf, wieder recht, auf. Wieder, also nicht, wieder, nicht doll aufmachen, sondern ja, wieder leicht aufmachen. Die scheint abgeschlossen zu sein. Okay, die ist zu. Hat jemand, hast du sonst... Probier doch erstmal die Hand, die nächsten zwei Türen, okay, ja, mach von denen offen ist. Mach ich ja doch, Mann. Ja, ich probiere die zweite. Ja, die geht auf. Was sehe ich? Das ist auch wieder so ein, das ist so ein Lagerraum oder sowas. Also da sind so ganz viele Seile und alles mögliche an Kisten. Oh. Ist kein sehr großer Raum. Darf ich mal in eine Kiste schauen? Ja. Was sehe ich da? Trockenfrüchte. Trockenfrüchte? Ja. Darf ich eine essen? Ja. Was sind das für Trockenfrüchte? Bitte sag Aprikosen. Ja, auch. Oh, geil. Datteln hauptsächlich, aber auch Aprikosen. Okay. Noch irgendwas? Nö. Gummo, was siehst du? Trockenfrüchte. Seid ihr da nicht mit reingegangen? Ach so, nee, ich hätte gedacht, ich bleib draußen stehen erst, wenn Gummo sich da reinschleicht. Also du bleibst draußen stehen. Ja. Trockenfrüchte Morgan und Morgan ist auch so einen Schritt mit reingegangen mit seiner Armbrust so und guckt, lugt so rein. Trockenfrüchte, geil, kannst du mir welche mitbringen? Ja. Okay, mach mal einen Wahrnehmungswurf bitte noch. Eine 2. Ich bin gerade, meine ganzen Augen sind gerade bei den Trockenfrüchten. Ihr seid alle konzentriert auf die Trockenfrüchte. Weswegen ihr nicht sofort merkt, dass sich überall in dem Gang, oben aus den Balken, ja, natürlich, Leute herunterlassen und zwar in absoluter Stille. Was? Wie können wir das nicht sehen? Ja, weil ihr habt da nicht hingeguckt. Ja. Da waren halt, ne, Balken über eurer Sichtlinie. Hätte ich sagen sollen, bitte einmal auf Perception, ich möchte gucken, wie der Gang aussieht, oder? Ihr habt gerade euren Perception-Wurf nicht geschafft. Ja, die waren ja wahrscheinlich auch schon so oder so passiert einfach. Die hingen da ja wahrscheinlich nicht irgendwie so die in leben einem dort Arm nicht, die haben auf euch gewartet. Ja. Ach so. Und jetzt kommen halt von beiden Seiten so schwarz vermummte Gestalten, ein bisschen wie nahöstliche Ninjas, überall runter, ne? Links und rechts von dem Eingang, wo ihr jetzt gerade seid, wo ihr alle reinguckt. Und ja, ich denke, das ist ein guter Breakpoint, ehrlich gesagt. Ja, ja, das denke ich auch. Nein, come on, das kann nicht sein, Jonas. Nein, wir spielen jetzt noch 5 Minuten. Ja, jetzt
Würde gleich ein Kampf beginnen. Werfe die mit Trockenfrüchten, wie so Shurikens, ey. Es würde ein Kampf beginnen, das wissen wir doch noch gar nicht. Spoiler, vielleicht sind ja gute, vielleicht sind das die guten Rogues. Vielleicht können wir niemand lässt sich von oben herunter, der gut ist. Niemand lässt, stimmt. Das ist noch nie, wie der Schichtelwende, hat sich noch niemand leise von oben heruntergelassen, der was Gutes vorhatte. Die haben keine Trockenfrüchte dabei, die sie mit uns teilen wollen. Wenn die nur ansatzweise so gut sind wie der Ärgernase, dann haben wir ein Problem. Ja. Wir haben sowieso ein Problem. Ich finde, hier, Dexter ist eigentlich die Einzige, die das sehen kann, weil Morgin ist so halb im Raum drin und guckt in den Raum rein, Gummo ist im Raum drin. Ja, aber ich sehe auch nur, ich sehe halt aus dem Augenwinkel, dass sich da irgendwelche Schatten bewegen. Genau, aber auch siehst, nicht so, dass ich... Deswegen, sehen die mich? Die sehen, können mich gar nicht sehen. Das weißt du nicht. Also du bist unsichtbar, warum sollten sie dich sehen? Aber die wissen, dass jemand da reingegangen ist, mindestens mal Morgin. Du siehst im letzten Moment jetzt praktisch, ne, wirklich die Schatten sich so bewegen und guckst halt einmal über die Schulter und dann siehst du auf der anderen Seite das auch und das können wir jetzt in einer so schönen Slow-Motion-Szene machen, weil du halt siehst, dass da locker auf jeder Seite 5, 6 Leute sich aus dem Dach, also dem Dachstiel runterlassen. Und die sind alle bewaffnet und die sehen alle nicht sehr nett aus, sofern du hier außer den Augen irgendwas erkennen kannst. Und da machen wir jetzt einen Breakpoint. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, ich weiß, harter Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes. Die hängen teilweise immer noch alle an den Balken. Aber mal sehen, wie unsere Helden das bewerkstelligen, da lebend oder nicht lebend rauszukommen. Wir wissen alle nur, wenn die beiden sterben... Ich glaube, da nicht lebend rauszukommen wäre ziemlich einfach. Ja, also dann ist Faruk tot, ne? Wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen, ist Faruk tot. Wenn die beiden sterben, ist Faruk tot. Also ihr habt nur eine Wahl. Und zwar Sieg. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt. Ihr müsst wäre auch krass, einen TPK, obwohl nicht mal die ganze Party zusammen ist. Ja, das und deswegen bin ich ein legendärer Game Master, weil ich es geschafft habe, einen TPK zu machen, ohne die ganze Party an einem Ort zu haben. Das ist krass. Falls euch das gefallen hat, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da, all diese schönen Dinge. Alle Links, wie immer, in der Beschreibung. Wir freuen uns sehr über Patreon, es hilft uns, Sachen zu holen, wie zum Beispiel vielleicht noch eine Batterie damit wir 2 Batterien haben für unsere Lumixer. Ansonsten, kommt gut nach Hause. Nehmt immer das volle Gold. Und Gott schütze den Buchdruck. Tschüss. Tschüss. Ciao.